hat. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die nunmehr 20. Folge der Lagebesprechung, den politischen Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Die Bundeswehr sieht sich seit geraumer Zeit massiver medialer Attacken linker Schlagseite ausgesetzt, in denen sie und die obersten Verantwortlichen nicht immer das beste Bild abgeben. Historische Bilder werden abgehangen, ganze Truppenteile stellt man unter Rechtsextremismusverdacht und die falschen Likes können einen den Beruf kosten. Das Establishment fremdelt erheblich mit seinem Militär. Es favorisiert lieber ein schlagkräftiges THW als eine kampfbereite Truppe. Ohne Frage, die Entwicklungen in der deutschen Verteidigungspolitik geben Anlass zur Sorge. Mein heutiger Gast, mit dem ich über diese Entwicklungen in der Bundeswehr und rund um die Bundeswehr spreche, ist der Soldat und AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Nolte. Nolte diente als Oberbootsmann im Kommando Cyberinformationsraum in Hessen. Und daher verwundert es auch nicht, dass er für die AfD im Bundestag im Verteidigungsausschuss sitzt. Außerdem ist er Landesvorsitzender der Jungen Alternative Hessen. Hallo Herr Nolte, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, sehr gerne. Guten Tag. Herr Nolte, die Bundeswehr blickt auf turbulente Jahre zurück, wenn man das so sagen mag. Dabei ging und geht es weniger um die Frage der Auslandseinsätze, die das bundesdeutsche Militär seit ihrem Bestehen ja also als begleitende Diskussion hatte, ob Deutschland nach 1945 überhaupt noch eine Armee haben sollte oder nicht. Sondern es ging jetzt hauptsächlich um die vermeintliche rechte Durchsetzung der Truppe. Sie dienten in der Bundeswehr als Oberbootsmann, was im Dienstgrad des Oberfeldwebels gleichzusetzen ist. War diese Diskussion über vermeintliche vergiftete Traditionslinien und dieser übertriebene politische Hygienefimmel gegenüber den Soldaten bereits während ihrer Zeit spürbar? Und wenn ja, wie war diesbezüglich die Stimmung in der Truppe? Also es war während meiner Zeit noch deutlich entspannter. Ich war ja Landesvorsitzender der Jungen Alternative in Hessen während meiner aktiven Zeit in der Bundeswehr. Und ich war auch durchaus in einem Bereich eingesetzt, der besonders sensibel ist. Also ein Bereich, in dem man nur dann arbeiten kann, wenn der MAD einen vorher sehr genau angeschaut und durchleuchtet hat. Und da gab es also keine Probleme, wie es ja auch richtig ist. Die Jungen Alternative, das sind konservative, patriotische junge Menschen. Und so wurde es damals auch noch gesehen, auch mit meiner AfD-Tätigkeit. Gab es nie Probleme. Das wurde einfach aus dem Dienst professionell komplett herausgehalten. Also ich wurde darauf nicht angesprochen. Ich habe meinen Dienst ganz normal gemacht und was ich politisch gedacht habe oder nach Dienst gemacht habe, das hat keinen interessiert. Das war alleine meine Sache, so wie es ja auch eigentlich sein soll. Der Staatsbürger in Uniform, der Mündige, der die politische Meinung haben darf, die er möchte, solange er bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Aber gab es dieses Problem, naja, zumindest in seinen Anfängen, nicht schon ein bisschen länger, jetzt gerade Stichwort Götz Kubitschek, der wegen seiner Jünger-Vorlesung, die er während des Bosnien-Einsatzes damals in den 90ern gehalten hat, ins Visier des militärischen Abschirmdienst geraten ist? Also Also ich weiß ja nicht, wie der MAD letztlich diese junge Vorlesung bewertet hat, weil sie gesagt hat, das ist jetzt extremistisch. Ich kann nicht ausschließen, dass es in der Vorgeschichte der Bundeswehr immer mal Fälle gegeben hat, wo auch mal was zu Unrecht gewertet wurde. Aber ich kann wirklich nicht erkennen, dass es vergleichbar so gewesen wäre wie heute. Also wir haben ja hier so niedrigschwellige, die Schwelle liegt ja schon so niedrig heutzutage. Ich will mal ein Beispiel nennen, da hat ein Soldat ausgeführt, auf Facebook, aber ohne jeglichen Dienstbezug, komplett privat, dass die Bundesregierung 2015 epochalen Rechtsbruch begangen habe mit der Grenzöffnung. Das wurde als verfassungsfeindlich gewertet. Ja. Also das, sowas habe ich nicht erlebt. Ich war Soldat bei den Anfängen von Pegi da, als die Märsche da in großen Zahlen wirklich noch stattfanden. Da habe ich klar auch gesagt, dass ich das durchaus gut finde und hatte da nie Probleme, ja, weil es einfach eine legitime politische Meinung innerhalb des Meinungsspektrums der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, für die Bundeswehr ja zu kämpfen hat. Um das nochmal zusammenzufassen, es kann sein, dass hier und da auch früher mal was ungerecht bewertet wurde, aber diese klare Tendenz hin zur Ungerechtigkeit und zur Gleichschaltung im Sinne des linken Mainstreams, das gab es vorher so nicht. Steht gerade auch diese Vorgehensweise gegen den Soldaten auf Facebook bezüglich seiner Äußerungen, steht es dann am Ende nicht eigentlich im krassen Gegensatz zu der Auffassung davon, dass der Soldat als mündiger Bürger zu dienen hat oder auch als mündiger Bürger gilt? Ja, absolut. Wir haben ja, als die Wehrbewaffnung stattfand in Deutschland in den 50ern, da hat man ja überlegt, welches neue Konzept sollen wir denn für unsere Bundeswehr haben? Man wollte ja, dass die Bundeswehr nie wieder politisch oder die deutschen Streitkräfte nie wieder politisch, ideologisch missbraucht werden konnten und hat deswegen das Konzept des Staatsbürgers in Uniform, der in die Lage versetzt wird, sich seine eigene Meinung zu bilden, entwickelt und auch das Konzept der inneren Führung. Man hatte ja nicht Angst vor ein paar
extremistischen Spinnern, sage ich mal, sondern man hatte Angst davor, dass der Staat eines Tages mal wieder den deutschen Streitkräften eine Ideologie aufpfropfen könnte. Das wollte man für immer verhindern, indem man den mündigen, freidenkenden Soldaten als Staatsbürger in Uniform als Konzept entwickelte. Und dieses Konzept wird natürlich gerade geschliffen, weil in der Politik in der Bundeswehr ist so täglich in Gefahr wird, wenn man nicht links oder unpolitisch ist. Wenn man gegen den Mainstream was sagt, da ist die Schwelle ganz niedrig und da können beim bloßen Verdacht auch schon empfindliche Maßnahmen ergriffen werden. Und es passiert also genau das, vor dem man die Bundeswehr beschützen wollte von Anfang an. Also würden Sie sagen, dass dieses eigentliche Prinzip, was dem mündigen Bürger in Uniform, mündigen Staatsbürger in Uniform zugrunde liegt, dass es eigentlich umgekehrt wird? Also dass man gar nicht so stark die Angst davor hatte, dass es dann von unten nach oben ist, also dass jetzt die Mannschaftsränge putschen, sondern dass es die Problematik ist, dass das Militär von oben vereinnahmt wird. Genau, die Bundeswehr sollte natürlich dem deutschen Schutze des deutschen Volkes sich verschreiben, aber vor allem auch Werten, die sich aus dem Grundgesetz und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ergeben. Und die gibt mir die Freiheit, in Deutschland nicht nur links zu sein politisch, sondern auch rechts zu sein. Und diese Freiheit hat der Soldat zu verteidigen. Er sollte sich nicht hinter irgendeine Ideologie stellen. Begriffe werden ja entkernt und umgedeutet von der Bundesregierung. Ja, aber die Bundesregierung ist nicht allein. Es ist natürlich auch die Medien. Es ist dieser politisch-mediale Komplex, der Begriffe einfach umdeutet und der macht dann eben jeden zum Extremisten oder zum Verfassungsfeind. Und letztlich, wenn man die Begriffe beliebig als Etiketten verwenden kann, dann ist ja jedes Unrecht möglich. Also dieses Prinzip der Bundeswehr, die hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, das wird von der Politik derzeit abgeschafft. Ein wesentlicher Baustein dieser Lage, in der sich jetzt die Bundeswehr befindet, oder auch den Angriffen, die sie sich ausgesetzt sieht, ist der Bildersturm, der von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ausging, anlässlich des Falls Franco Aas, also diesem terrorverdächtigen Soldaten. Zuerst warf sie in diesem Kontext der Bundeswehr ein Führungs- und Haltungsproblem vor. Und danach hat sie sich noch angeschickt, alle Zeugnisse der Wehrmacht aus den Kasernen entfernen zu lassen. Also das Ganze ging dann ja so weit, dass man das Bild des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform aus der Hamburger Universität der Bundeswehr entfernte. Wie stehen Sie zu den Maßnahmen oder anders ausgedrückt, wie haben Sie die Maßnahmen damals wahrgenommen? Ja, ist natürlich massiv übertrieben schon allein die Begründung. Also allein über den Fall Franco A. könnte man natürlich viel erzählen. Diese angebliche Terrorzelle, die 4 Monate vor der Bundestagswahl natürlich vom Timing her zum sehr guten Zeitpunkt passte und der CDU sehr gelegen kam, diese Terrorzelle. Da könnte man viel zu sagen. Dann natürlich der Bundeswehr insgesamt deswegen ein Haltungsproblem zu unterstellen, ist eine Frechheit. Und die Soldaten sind ja auch zu Recht sauer gewesen deswegen. Jetzt zu diesen Devotionalien. Da wurden ja Sachen mitgenommen. Ja, es gibt ja eine Auflistung, die ist frei im Internet auch abrufbar. Ein Bundeswehrhelm alter Art liest man da zum Beispiel. Oder ein französischer Säbel aus napoleonischer Zeit. Oder eine Speerspitze und so weiter. Also es wurde irgendwie alles mitgenommen. Sozusagen, ich nehme alles mit, was älter ist als ich selber. Ja, nach dem Prinzip ist da wohl vorgegangen worden. Also auch und völlig seltsam. Und dann kommt ja noch dazu, die Dinge, die wirklich aus der Zeit der Wehrmacht stammen oder die Ausrüstungsgegenstände nachempfunden sind, die Wehrmacht benutzt hat. Da gibt's ja viele verschiedene mögliche Gründe, warum jemand sowas haben kann. Wer Soldat ist, der ist vielleicht auch militärisch ein bisschen interessiert. Denn ist natürlich der Zweite Weltkrieg auch ein ganz wichtiger Teil unserer Geschichte. Es kann ja ganz viele Gründe dafür haben, warum man in dieser Hinsicht interessiert ist. Und dazu sagen, es kommt jetzt alles weg, das ist natürlich auch ein ganz unsouveräner Umgang mit unserer Vergangenheit. Und auch das zeigt wieder, dass man überhaupt dem Soldaten gar nicht zutraut, damit umgehen zu können. Ja, es wird ja keiner zum Verfassungsfeind, weiß ich nicht, allein K98 jetzt ein demilitarisiertes auf der Stube hängen hat. Also dass die ganze Maßnahme, das war wieder Aktionismus von Ursula von der Leyen, der völliger Unfug gewesen ist. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Bundeswehr mit der Vergangenheit umgehen oder auch mit ihren eigenen Traditionslinien, die es ja sind, umgehen? Ja, ich denke, man muss da differenziert umgehen mit. Es gibt natürlich in der deutschen Vergangenheit Schlechtes, ja, gerade aus der Zeit des Dritten Reiches, gar keine Frage. Und jeder mündige Soldat, der weiß das auch. Und gleichzeitig ist es aber kein souveräner Umgang mit der Vergangenheit, wenn man alles tilgt, wenn man jeden Namensgeber einer Kaserne oder einer Straße innerhalb einer militärischen Liegenschaft oder eines Platzes oder so, wenn man jeden Namensgeber komplett streicht, um das komplett abschneiden möchte
Das ist nicht, also wer so handelt, ja weiß ich nicht, der ist offensichtlich geistig überfordert damit, ja, sich mit unserer Vergangenheit vernünftig auseinanderzusetzen. Es ist auch einfach falsch, dass jeder, auch historisch falsch, da gibt es eigentlich gar keinen Streit darüber, dass irgendwie jeder, der in dieser Zeit der Wehrmacht gedient hat, ein Kriegsverbrecher gewesen wäre oder ein überzeugter Nationalsozialist oder so. Also da muss man differenzieren. Das ist ja auch lange Zeit passiert in der Bundeswehr, aber jetzt, wozu die Maßstäbe auch der linken Medien, die natürlich wegen allem gleich durchdrehen, wo diese Maßstäbe unhinterfragt übernommen werden, da wird es natürlich ziemlich irre. Noch einmal zurück zum Fall Franco A. Sie hatten es ja auch schon gesagt, dass man darüber wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen kann. Er ist ja jetzt mehr in den Hintergrund gerückt, der medialen Aufmerksamkeit. Wie ist denn da aktuell eigentlich der Stand? Weil also der letzte Stand, den ich hatte, war, dass dieses Verfahren noch läuft. Aber dass gerade diese Eindeutigkeit, die man am Anfang vermittelt hat, was da stattgefunden haben soll, gar nicht wirklich in der Form gegeben ist. Ja, also es wurde ja jetzt doch zugelassen, ihn anzuklagen wegen Terrorverdacht, einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Zu Anfang wurde das ja abgelehnt. Ich glaube auch nicht, dass da viel draus wird. Dennoch, Franco A. ist natürlich einer, der die Bundeswehr nicht reingehört. Ja, er hat Munitionsteile zu Hause gebunkert, hat sich eine Waffe besorgt, wenngleich das eine antiquarische aus dem Zweiten Weltkrieg ist, mit der er die Munition, die er zu Hause hätte, gar nicht abfeuern können. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber trotzdem ist das natürlich im Verhältnis zu Recht und Gesetz, das nicht zum Offizier der Bundeswehr passt. Gar keine Frage. Trotzdem ist es aber so, dass diese ganze Sache überhaupt nicht zusammenpasst. Und ich habe mich ja sehr umfangreich damit beschäftigt. Ein Oberleutnant, der da ja auch mit einer von den Verdächtigen war, den habe ich ja dann unterstützt. Der Mann arbeitet ja für mich. Also ich habe mich da ausführlich mit befasst. Und wenn man das tut, dann fragt man sich wirklich, wie es überhaupt passieren konnte, dass dieses Konstrukt jemals im Raum gestanden hat einer Terrorgruppe. Da bekommt man wirklich den Eindruck, wir würden hier in einer anderen Republik leben. Ich will nur mal kurz auf ein paar Beispiele eingehen. Zum Beispiel der Oberleutnant Maximilian T., der soll sich ja verschworen haben, mit dem Franco A. und noch einem anderen, um Terroranschläge zu begehen. Dabei kannte er den dritten nachweislich überhaupt nicht. Dann zu diesen Todeslisten, zu den angeblichen, ja, auf der von Franco A., da stehen auch Leute, die Franco A. total super findet. Ja. David Icke zum Beispiel, so ein Engländer ist das, und eine französische Politikerin, die er auch toll findet, ich weiß nicht, wie sie heißt, so, aber das passt ja schon mal nicht so ganz. Weil der, die man bei Maximilian T. gefunden hat, das waren alte Unterlagen aus der Zeit wohl seines Politikstudiums noch, die lagen irgendwo im Schrank, das wusste er überhaupt nicht mehr. Trotzdem hat die Polizei aber angegeben, dass sie mittig auf seinem Wohnzimmertisch gelegen habe, und das musste dann erstmal die Zeugin richtigstellen, die bei der Durchsuchung mit dabei war. Ja? Warum werden denn solche Angaben gemacht? Das ist ja was anderes, wenn mir einer erzählt, da liegt eine Liste auf dem Tisch, da habe ich natürlich den Eindruck als Außenstehender, oh, da liefen die Planungen, dabei war das ein altes Blatt, das irgendwo vergessen im Schrank lag. Wieso wird das denn so dargestellt? Was hat der Maximilian T. überhaupt gemacht? Der hat auf einem Lehrgang, wo der Franco A. mit dabei war, da kriegte er eine Nachricht, du, ich komme morgen nicht, ich habe eine Autopanne, bitte gib das mal weiter, oder ich komme heute nicht. Und dann hat er das weitergegeben. Ja. Tatsächlich hat der Franco A. da gerade sein Geld abgeholt vom Flüchtlingsheim, und dadurch wurde dann der Maximilian T. zum Mittäter. Und so. Also da gibt es noch mehr solche Beispiele, wirklich im haarsträubend. Ach ja, eins kann ich noch erwähnen, da haben sie ein Buch bei ihm gefunden, verlegt in den 20ern, das hat einer geschrieben, der im Ersten Weltkrieg auf dem Balkan gekämpft hat, das ist so die Geschichte von seiner Einheit, die er da erlebt hat, Erster Weltkrieg, und das wurde dann so gewertet von der Polizei, Verherrlichung von SS-Verbrechen auf dem Balkan. Ja. Zeitlich überhaupt nicht möglich. Gleichzeitig hatte er ja auch irgendwie von Engels was im Regal, da hätte man ja vielleicht auch als entlastendes Moment mal sagen können, okay. Jedenfalls wurde das dann als rechtsextremes Buch gewertet. Völlig irre. Das haben denn seine Anwälte alles richtiggestellt. Aber sowas dauert. Und der Mann ist erstmal ins Gefängnis gegangen. Der kriegt jetzt eine kleine Entschädigung. Aber wenn man sich mit diesem Fall auseinandersetzt, dann denkt man wirklich, das sind ja Bananenrepublik-Methoden, wo die Politik, und es ist ja auch nicht ganz Quatsch, wo die Politik machen kann, was sie will. Der Generalbundesanwalt, der das Ganze ins Rollen brachte, der ist ein politischer Beamter. Das ist ja kein Geheimnis, dass das in Deutschland so geregelt ist. Und das sind Sachen, also wenn man sich hier für dem Rechtsstaat verpflichtet fühlt und der Gerechtigkeit, dann kann man das nicht hinnehmen. Und dann kommt noch dazu, dass das 4 Monate vor der Bundestagswahl war, wo man dann erzählen konnte, oh, eine rechte Terrorzelle, ganz gefährlich, und natürlich immer irgendwie dann mit dazu sagen konnte, die Gefahr kommt von rechts und die AfD ist ja auch Rechte, und passt auf, dass sie nicht in den Bundestag einziehen. Also das ist ein ganz ekelhaftes Politmanöver gewesen, was da gelaufen ist, und hätte ich nicht für möglich gehalten vorher, dass hier so gearbeitet wird in Deutschland.
Um das nochmal zu ordnen, Maximilian T., wenn ich das jetzt richtig, wenn ich den Namen jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war der verantwortliche Oberleutnant für Franco A., also der einfach sein Vorgesetzter war. Nee, er war nicht sein Vorgesetzter. Die waren im Laufe ihrer militärischen Zeit auf dem einen oder anderen Lehrgang zusammen. Die waren in der gleichen Kaserne, nicht mal in der gleichen Kompanie und waren jetzt auch nicht befreundet. Also es wird immer gern so geschrieben in den Zeitungen. Aber wenn man Soldat ist und die gleiche Person immer mal wieder hier auf dem Lehrgang trifft und dann in der Kaserne ist derselben oder so, dann hat man mitunter auch mal militärisch ein Verhältnis, wo man öfter mal zusammensitzt und quatscht, aber sich privat noch nie getroffen hat. Und so war es bei denen auch. Ja. Heute ist es tatsächlich so, dass er auf dem Franco A sehr, sehr schlecht zu sprechen ist. Aber die Vorgesetzten waren es nicht. Man kannte sich halt aus der Bundeswehr. Und Ihr Mitarbeiter ist jetzt dementsprechend auch entlastet, was die Vorwürfe Ihnen gegenüber angeht? Oder ist er immer noch, oder hängt Ihnen das immer noch nach? Er ist vollständig entlastet vom Bundesgerichtshof und auch vom Generalbundesanwalt. Man wirft ihn jetzt noch als Disziplinarmaßnahme die unwahre dienstliche Meldung vor, weil er gesagt hat, er hat eine Autopanne und das hatte er gar nicht. Aber gegen ihn wird nicht mehr ermittelt wegen irgendwelcher Straftaten. Aber das ist natürlich, wie er sich. Da war ich vielleicht, als ich neu in den Bundestag ein, so ein bisschen naiv. Ne? Man bekommt dann diese Geschichte mit und da denkt man sich natürlich, okay, ich kann jetzt den Mann seinem Schicksal überlassen. Ja, das wäre sicherlich einfacher. Dann würde auch, wenn man ja Nolte googelt, dann würden da wahrscheinlich auch ein paar schönere Sachen rauskommen. Jetzt steht immer irgendwas von Terror. Aber letztlich kann man ja so nicht gleich anfangen, wenn man in den Bundestag geht. Da muss man auch mal unbequeme Sachen irgendwie, also sich unbequem Dingen stellen. So, und ich dachte mir auch damals, okay, wenn das durch ist, das Thema, ja, dann muss ja ein Interesse daran sein, mal aufzuarbeiten, wie hier eine Geschichte konstruiert wurde, wie hier Indizien willkürlich zusammengefügt wurden, damit sie irgendwie passen und mal irgendwas von einer Terrorzelle erzählen kann. Wenn es eine gäbe, dann müsste man dagegen natürlich vorgehen, aber ist es überhaupt nicht erkennbar, wie man die Indizien auf diese Art und Weise zusammenfügen konnte, dass so ein Märchen dabei entsteht. Und es besteht aber überhaupt kein Interesse seitens der Medien, also seitens der Mainstream-Medien, das irgendwie mal kritisch aufzuarbeiten. Die Artikel, die seitdem geschrieben wurden, da steht dann halt ehemaliger Terrorverdächtiger, weil ja der Maximilian, der klagt natürlich regelmäßig und ansonsten wird der Artikel dann aber in einer Art und Weise geschrieben, rechtlich in einer Grauzone, so dass man nichts machen kann, dass aber am Ende beim Leser trotzdem das Gefühl entsteht, ja, da wird schon was dran sein und der böse Rechte, also für den gibt's da keinen Freispruch, das ist leider so. Also man merkt auch, dass ja diese Geschichte immer weiter versandet und nur noch irgendwo so im Hintergrund läuft. Also wie ich auch schon eingangs jetzt in der Frage sagte, oder man kriegt das nicht mehr richtig mit. Ja, und ich glaube, das Problem ist auch, dass dann nur das übrig bleibt, was ganz am Anfang mal gesetzt wurde, rechter Terror in der Bundeswehr. Ja. Und in dem Zusammenhang hatten Sie jetzt den politischen Klüngel angesprochen, der dafür wahrscheinlich maßgeblich verantwortlich ist. Und jetzt sieht man, dass gerade in diesem krisengebeutelten Verteidigungsbereich hat man jetzt dann von der Leyen auf die EU-Ebene wegbefördert und lässt dann die gescheiterte Annegret Kramp-Karrenbauer dann das Amt übernehmen. Ja. Und würden Sie sagen, dass die Problematik, die jetzt noch zusätzlich zu diesen ganzen Attacken dazukommt, die ist, dass die Bundeswehr vor dem Problem steht, dass dass das Amt des Verteidigungsministers einfach zur parlamentarischen Resterampe aufgekommen ist? Ja, also es geht da halt nicht um die Sache oder um die Soldaten. Also es ist leider so, dass gerade die großen Parteien, für die ist die Politik ein Geschäftsmodell, die schreiben halt das in ihre Reden, von dem sie meinen, das bewirkt dann, dass sie wiedergewählt werden oder von dem sie meinen, das bewirkt am wenigsten schlechte Presse. Aber um die Sache geht es da natürlich nicht. Eine Kramp-Karrenbauer, die überhaupt keinen Plan von der Bundeswehr hat und vorher noch gesagt hat, sie will gar nicht hin, in einer Lage zur Verteidigungsministerin zu machen, in der die Bundeswehr wirklich genug Probleme hat und jemanden bräuchte, der sich darauf anders konzentriert. Ja, man hatte ja zu Anfang Jens Spahn vorgesehen. Ich bin jetzt nicht der große Jens Spahn-Fan, aber das war immerhin der, wo man gesagt hat, okay, der soll es machen. Und ganz in der letzten Minute, da waren ja schon die ersten Artikel draus, in denen stand Jens Spahn mit dem Verteidigungsminister, da musste es dann doch die Kramp-Karrenbauer werden, weil sie machtpolitisch eben diesen Vorteil haben sollte. Ja. Und das gleiche mit von der Leyen. Also in dem Untersuchungsausschuss ist ja klar rausgekommen, dass da einfach Recht und Gesetz missachtet wurde im BMVG jahrelang. Sie ist die Verantwortliche und als Belohnung kriegt sie den politischen Spitzenposten. Eva Högel wird Werbeauftragte, die auch überhaupt keine Ahnung hat von dem ganzen Metier. Es geht einfach dem gerade in den großen Parteien geht es nicht irgendwie um die Sache, sondern die Politik ist für die ein Geschäftsmodell. Wie kriege ich einen Job, den mir der Steuerzahler bezahlt? Und dann wird eben erzählt, was man halt so erzählen muss. Also würden Sie sagen, dass es für die Bundeswehr von Vorteil wäre oder auch gerade jetzt oder vielleicht auch generell anzuraten ist, dass sie von, sagen wir mal, einem Mann des Fachs geleitet wird, also jemand, der direkt aus der Bundeswehr kommt und der Erfahrung mit der Truppe hat?
Das wäre natürlich das Allerbeste, keine Frage. Jemand, der auch weiß, wie es ist, wenn man mal einen Rucksack auf dem Rücken hat oder der weiß, wie der Soldat denkt, das wäre natürlich eine gute Sache, keine Frage. Und wenn das irgendwie nicht möglich ist für die Partei, die gerade regiert, weil sie so jemanden nicht hat, gut, dann sollte man wenigstens nicht die Bundeswehr missbrauchen als Bühne für jemanden, den ich aus innerparteilichen Gründen einfach gerade mal pushen will. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht unserer Soldaten. Nun ist es so, dass sich der Kampf, wenn man es so nennen möchte, der Regierung gegen die eigene Truppe relativ nahtlos fortsetzt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat daran nicht viel geändert im Vergleich jetzt zu ihrer Vorgängerin. Nun steht das KSK im Fokus. Die komplette 2. Kompanie der Spezialeinheit soll jetzt aufgelöst werden und der Generalleutnant des Heeres Alfons Mais äußerte gegenüber der ehemaligen SED-Postille Neues Deutschland unlängst, dass er in seinen Dienstjahren viel erlebt habe, doch so etwas gab es wohl noch nie. Es gebe einen Orientierungs- und Werteverlust sowie strafrechtlich relevante Handlungen einer Minderheit, mit denen jedoch das Ansehen eines ganzen Verbandes und des gesamten Heeres in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie beurteilen Sie diese Äußerung und was halten Sie von den jüngsten Angriffen, denen das KSK ausgesetzt ist? Also es gibt Fehlverhalten Einzelner, das ist so. Das ist sicherlich der KSK-Soldat, der Sprengstoff und eine Kalaschnikow gehortet hat bei sich zu Hause und Munition. Dann gibt es eine Party, eine Dubiose 2017, wo aber auch nicht ganz ausermittelt ist, was da jetzt war. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber dass das da nicht ganz so in Ordnung war, wie es gelaufen ist, das ist, glaube ich, unstreitig. Dass aber diese Vorfälle das Ansehen des Verbandes beschädigt hätten, das stimmt nicht, sondern die stümperhafte Reaktion seitens der Bundeswehrführung, die hat denn das Ansehen beschädigt. Angefangen hat das Ganze ja mit einem Oberstleutnant, der suspendiert wurde, ein Oberstleutnant des KSK, dem man den Vorwurf, also zumindest stand das in den Medien, tatsächlich war es nie der Vorwurf, Reichsbürger soll er sein, Ibena und so weiter. Und man hat da, also das war auch der dann gesagt hat, die Bundesregierung habe epochalen Rechtsbruch begangen mit der Grenzöffnung, was ja dann auch nicht okay war. Da waren Vorwürfe dabei, die wirklich lächerlich waren. Birgit Kelle geliked und so ein Kommentar irgendwie von ihr über die Ehe und so. Also wirklich Lächerlichkeit. Der Mann hat vor Gericht komplett Recht bekommen. Das Truppendienstgericht Süd hat in der ersten Entscheidung dem Mann komplett Recht gegeben. Jetzt gut, geht's weiter. Das BMVG hat das natürlich nicht akzeptiert, aber einen Sieg hat er schon vor Gericht. Und wenn damals richtig gehandelt worden wäre und wenn der Mann nicht, nur weil er nicht Mainstream-konform ist privat, suspendiert worden wäre, dann hätte es auch die ganzen Spiegelartikel und so weiter nicht gegeben und dann wäre möglicherweise diese ganze Geschichte vom schlimmen KSK gar nicht ins Rollen gekommen. Es gibt ja noch ähnliche Fälle, wo auch schwer nachvollziehbar ist, warum die entsprechenden Soldaten Verfassungsfeinde sein sollen. Ich kenne natürlich auch nicht alle Fälle, aber ist diese Null-Toleranz-Strategie gegen Rechtsextremismus, die wird so verstanden. Ich meine, dass man keinen Rechtsextremen in der Bundeswehr hat, das gilt ja schon seit Jahrzehnten, schon immer eigentlich. Aber mit dieser Null-Toleranz-Strategie ist es de facto gemeint, dass man die Maßstäbe verschiebt, so dass man diesen Vorwurf des Extremismus, aber doch des Verfassungsfeindes, fehlende Verfassungstreue ist eine extra Kategorie, die wurde extra dafür geschaffen und da kommt man dann ganz schnell rein. Ne? Und das sorgt natürlich dafür, dass ich dann auch entsprechend viele vermeintliche Verfassungsfeinde habe, wenn ich Maßstäbe anlege, die überhaupt nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mehr vereinbar sind. Von daher ist dieses Problem, dieses Rechtsextremismusproblem im KSK vor allen Dingen eines, das herbeigeredet wird mit falschen Maßstäben. Es gibt Fehlverhalten Einzelner und das ist auch zu sanktionieren und da hat man auch jeden KSK-Soldaten auf seiner Seite, der sowas versteht. Aber es gibt eben auch ein massiv übertriebenes und überzogenes Handeln und das ist ein Problem. Gerade jetzt, was diese KSK-Geschichte angeht, bekommt man so den Eindruck, dass das generelle Problem eigentlich eher darin besteht, dass wenn da eine richtige kämpfende Truppe vorhanden ist, die sich auch als wirkliche Soldaten versteht, dass das dann viel eher zum Problem wird. Und dass man am Ende bei der Bundeswehr falsch aufgehoben ist, wenn man ja das Soldatendasein ernst nimmt. Und Ihr Parteikollege Thomas Fröhlich merkte anlässlich des Panorama-Skandals rund um den Oberstleutnant Marcel Bonert, wo wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, mag sein, dass Soldaten im Schnitt eher rechts der Mitte stehen, Journalisten stehen eher links der Mitte. Beides hat berufssoziologische Gründe. Nur die einen können eine Kampagne gegen rechte Umtriebe der einen starten, die anderen nicht gegen linke Umtriebe der anderen. Zitat Ende. Also steht die Bundeswehr am Ende vor dem Problem oder anders ausgedrückt das Establishment der Republik vor dem Problem, dass es die Bundeswehr gar nicht akzeptieren kann, weil diese qua ihres Wesens als Militär nach rechts tendiert.
Und ja, und indem man dann diese Maßstäbe so weit verschiebt, man eigentlich sich ja des ganzen Militärs am Ende entledigen müsste. Also ich denke mal, der Soldat ist und Volk und Vaterland mit dem Leben verteidigen würde, der kämpft irgendwie für Werte, die per se recht sind. Ja, ich weiß gar nicht, wie man als Linker in der Bundeswehr dienen sollte. Bei 180.000 Soldaten, rein statistisch muss es da welche geben, aber dass der Soldat er rechts ist, ist für mich völlig selbstverständlich. Und wie gesagt, die Soldaten sollen ihr Vaterland so sehr lieben und ihr Volk, dass sie dafür letztlich auch in den Tod gehen würden. Also da weiß ich auch nicht, wie man sagen kann, wir wollen keinen überhöhten Patriotismus oder sowas. Was soll das denn heißen? Also dass der Soldat ist bereit, das Höchste zu geben. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir ein Mainstream haben, der immer weiter nach links rückt, dass Einstellungen, die vor 10 Jahren oder Haltungen, die man vor 10 Jahren noch eher in der Roten Flora vertreten hat oder in der Rigaer Straße 94, dass die jetzt von Parteien vertreten werden, die mitregieren. Die SPD hat ja im Berliner Landesverband Beschluss gefasst, dass keine Bundeswehrsoldaten mehr in die Schulen kommen sollen und so. Das wird dafür bekommen die eine Mehrheit. Ja, das ist die Lage in unserer Gesellschaft. Die Journalisten sind mit Masse links und schreiben natürlich die Artikel dann auch, zumindest in der großen Mehrheit, mit einem gewissen Spin, ja, der Soldaten gegen die Bundeswehr geht. Teilweise ja auf Twitter werden sehr, sehr, sehr deutlich und beleidigend sogar. Also ja, der Soldat passt so schwer zum deutschen Zeitgeist, keine Frage. Es gab vor ein paar Jahren war das aber schon, da gab es mal eine Bundeswehr-Werbung, wo denn wirklich, also die so ein bisschen die Rockmusik lief da und da sind Hubschrauber losgeflogen und Panzer haben geschossen und ich glaube, das KSK war auch drin zu sehen, also das war so ein bisschen martialischer. Da hat man die Bundeswehr eben auch mal beim Kämpfen gesehen und das ist ja irgendwie nach 1 oder 2 Tagen entfernt worden von der Bundeswehrseite, weil dann auch irgendwelche Linksgrünen sich da wieder aufgeregt haben. Und wenn man heute die Bundeswehrwerbung anschaut, dann hat man so den Eindruck, die Soldaten tun alles außer zu kämpfen. Ja, man will das ja am besten so ein bisschen, man ist da nicht mit sich im Reinen und mit der Bundeswehr und mit dem Auftrag und mit dem Soldatenhandwerk. Das ist keine Frage, ein großes Problem, das unsere Gesellschaft momentan aufwirft. Wie denken Sie, ist dieses Problem zu lösen? Kann man das überhaupt lösen? Ja, also man muss, das muss gesellschaftlich gelöst werden. Wir müssen beharren auf dem Recht, auch politisch rechts stehen zu dürfen. Wir dürfen das nicht mitmachen. Diese Panoramasache, die Sie vorhin schon angedeutet haben, da gab es ja zum Glück schon mal ein bisschen Widerspruch. Man darf sich diesen Maßstäben nicht beugen. Das ist für Soldaten natürlich nur schwer, wenn die ihre familiäre Existenz aufgebaut haben, Frauen und Kinder zu Hause haben und es darum geht, ob sie einen Job erhalten dürfen oder nicht. Aber wenn unsere Gesellschaft nicht sich bemüht, und das kann ja anfangen mit wenigen mutigen Akteuren, ja, 1% besagt, wenn 1% Deutschlands nur Widerstand leisten würde, dann könnten wir wesentlich was ändern. Das glaube ich auch, dass es so ist. Dann können wir das Ruder rumreißen. Es wird ein bisschen dauern natürlich, ja, weil wir absolut auch nicht das Oberwasser und auch nicht die Deutungshoheit haben. Aber wir müssen auf unseren Rechten beharren, der Meinungsfreiheit und auf dem Recht nicht links zu sein. Und das ist, wie man immer so schön sagt, das Bohren dicker Bretter, was die Gesellschaft jetzt leisten muss. Um das jetzt nochmal aufzufassen und damit auch die Zuhörer nochmal wissen, worüber wir reden, der aktuellste Skandal, in Anführungszeichen mal gesetzt, der bei der Bundeswehr ja, oder die nächste die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist das ARD-Programm Panorama rund um Anja Reschke, die jetzt politisch auch so ihren Drall hat. Drei gefällt mir's, des Oberstleutnants Marcel Bonert problematisiert hatte, die er bei Instagram platziert hatte, bei dem Bilderdienst von Facebook. Und zwar unter den Beiträgen eines Afghanistan-Veterans, der den Identitären nahestehen soll. Und auf einem der Beiträge war ein Kaplakenband des französischen Autors Jean Raspail, der letzte Franzose, aus dem Verlag Antaios zu sehen. Und ja, diese 3 Likes haben schon ausgereicht, um jetzt dann diese Hetzjagd zu initiieren, wenn man sie mal wirklich so nennen möchte. Wie ist Ihre Position jetzt zu diesem Fall? Weil es ist ja, also es wirkt wie so die Spitze der Hysterie, die wir jetzt dann da erreicht haben. Ja, das ist natürlich irre und ich finde gut, dass es da auch, wenn auch mal Widerspruch von Seiten gibt, die sonst nicht so dafür bekannt sind, gegen diese Einengung der Meinungsfreiheit vorzugehen. Also Welt.de und so, also da gab es was, also auch Akteure, die ich auch alle Mainstream eigentlich zurechnen würde, die da gesagt haben, so geht's aber nicht. Und das ist schon mal eine gute Sache. Dazu kommt natürlich das Reschle und so. Und da gibt es auch eine andere Redakteurin, die ja da
bei der Antifa auch schon aufgetreten ist, das sind natürlich Linksextreme, ja, und dass die diese Panoramasendung machen dürfen, das ist natürlich ein Skandal überhaupt. Also wenn wir ein Problem haben, dann ist es da, dann müssen wir nicht den Marcel Gronert entfernen, sondern dann dürften diese Gestalten die Panoramasendung nicht mehr machen, sondern welche, die neutral sind, ja, oder wenigstens mal nicht linksextrem. Das wäre schon mal was. Ansonsten, ja, es ist natürlich, die Vorwürfe, die da gemacht werden, sind natürlich lächerlich. Seine Instagram-Likes da. Es wird ja auch immer nur in Anführungsstrichen belastend ist, ja, ob das denn wirklich belastend ist, das ist sei nochmal dahingestellt. Aber es wird ja nicht geguckt, okay, wenn der Marcel Gronert 1000 Bilder liked, wie viele davon könnte man denn vielleicht irgendwie mit ein bisschen Fantasie auch in die GB-Nähe rücken und wie viele nicht? Ja, das, wenn man da ein paar Likes findet, reicht Ihnen das ja. Ich muss allerdings bei ihm sagen, er hat ja auch bei einer Burschenschaft angesprochen, Cambria, soweit ich mich entsinne. Und das ist ja auch, ist ja keine Burschenschaft, die jetzt irgendwie beobachtet wird vom Verfassungsschutz oder so. Und da hat er dann gesagt, im Spiegel-Interview, Cambria, habe ich versprochen, Cambria ist die Burschenschaft, dass er eine innere Distanz zu Burschenschaften habe. Und das muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen seltsam, weil auch das gestattet die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die er auch mitverteidigt, dass man Burschenschaftler sein darf und man muss da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Und dann hat er ein Studienzentrum Weikersheim, hat er auch mal gesprochen, übrigens so wie Wolfgang Schäuble und Joachim Gauck und so, die, glaube ich, unverdächtig sind. Für den Spiegel, der ihn interviewt hat, ist das natürlich trotzdem hart rechtsextrem. Ja, die haben ja da etwas andere Maßstäbe. Und da hat er dann auch gesagt, ja, es tut mir leid, ich hätte da auch nicht reden dürfen. Also das habe ich dann nicht so ganz verstanden, ja, weil damit das nicht so weitergehen kann und Panorama so ein Ding wieder abziehen kann, brauchen wir natürlich auch mal jemanden, der sagt, hören Sie mal zu, ich habe da gesprochen, das war in Ordnung und ich bin nicht rechtsextrem und daran ist auch überhaupt nichts Rechtsextremes. Ja. Trotzdem ist dem Mann Unrecht getan und ich wünsche ihm natürlich, dass er seinen Job behalten kann und soll auch gerne Social Media, die Social Media Geschichte bei der Bundeswehr wieder machen, das wünsche ich ihm, aber ich hätte es schön gefunden, wenn er hier nicht in jedem Punkt so komplett den Maßstäben vom Spiegel oder vom Panorama nachgegeben hätte. In Anbetracht dieser ganzen Skandale, die wir jetzt hier weit ausgeführt haben, in welcher Rolle sieht sich die AfD in dieser Beziehung oder sehen Sie die AfD, was gerade diese ganzen Fragen angeht, die wir jetzt hier aufs Tableau gebracht haben? Ja, also wir müssen da standhaft bleiben. Wir sind die einzige politische Kraft, die die sagt, dass das so nicht geht. Ja, die auf die CDU, da kommen dann mal ein paar Sprechblasen, wenn mal irgendwas zu krasses passiert, aber auf die kann man da nicht zählen. Wenn wir nicht wollen, dass die Maßstäbe immer weiter verschoben werden, dann sind wir die Einzigen, die hier das Wort ergreifen können, auch für die Meinungsfreiheit. Und das müssen wir ohne Frage tun. Ja. Natürlich werden uns ja die Medien angreifen und so weiter, aber was auf gar keinen Fall eine Folge der parlamentarischen Arbeit sein darf, die man sich vielleicht irgendwann eingewöhnt oder so, dass man sagt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, immer wieder angegriffen zu werden und ich verteidige diese Leute jetzt nicht mehr, sondern überlasse sie sich selbst. Das wäre ein ganz großes Problem und dann hätte die AfD auch ihre Daseinsberechtigung verloren. Was man da immer dazu sagen muss, das heißt natürlich nicht, dass man jeden Trottel verteidigt. Es gibt natürlich Sachen, die sind nicht in Ordnung und da muss man auch souverän entscheiden dazwischen. Ja, aber die Daseinsberechtigung der AfD und die Berechtigung dafür, dass Steuergeld an die AfD fließt, ist, dass sie eine Verteidigerin der Freiheit ist und das muss ja auch bleiben. Und deswegen müssen wir hier weiter für eine differenzierte Sicht und auch für die Gerechtigkeit eintreten. Es fällt auf, dass dass gerade in der AfD sich viele Leute engagieren, Mitglied sind, die bei der Bundeswehr gedient haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist, glaube ich, die Dichte der Bundeswehrangehörigen oder denjenigen, die dort tätig waren, innerhalb der Bundestagsfraktion sogar im Vergleich mit den anderen Bundestagsfraktionen mit am höchsten. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Partei ja als der natürliche Verbündete der Streitkräfte fungiert? Ja, auf jeden Fall. Also unsere Einstellungen, die haben die größten Schnittmengen mit dem, was viele Bundeswehrsoldaten denken. Wir möchten, dass Deutschland wieder sicherer wird und reden nicht nur darüber. Es gibt Soldaten, die fragen mich, ja, warum kämpfe ich denn in Afghanistan gegen Terroristen und die CDU lässt sich so lange einwandern, ja, wie ich in Afghanistan bin. Das verstehen die Leute natürlich nicht. Und denen ist auch klar, dass, also auch die CDU, die ja immer noch so ein bisschen von ihrem, die irgendwie den konservativen Ruf ja immer noch hat und davon zehrt, das ist denen auch klar, dass die nicht Deutschland sicherer machen oder so. Als Soldat, der geschworen hat, das Leben notfalls zu geben für die Sicherheit Deutschlands und seines Volkes, der ist, kann damit natürlich nicht umgehen und findet das nicht in Ordnung. Und die AfD tritt ja auch in ihrem ganzen Wirken und in ihrem ganzen Ausdruck und Auftreten für einen selbstbewussten Patriotismus ein.
Und auch das ist natürlich was, also ohne einen selbstbewussten Patriotismus weiß ich nicht, für was man Soldat ist, für das Geld, dann wäre man Söldner. Ja. Ist wahrscheinlich vielen, gerade in den Altparteien, noch die liebste Variante. Aber ohne einen gesunden Patriotismus, glaube ich, kann ich mir auch wirklich im Ernstfall wenig auf Soldaten verlassen. Und deswegen ist es also ganz natürlich, dass viele Soldaten zur AfD tendieren. Zum Ende des Interviews hin, das wir jetzt erreicht haben, nochmal ganz zusammengefasst, Sie haben es jetzt gerade eben schon anklingen lassen, was wichtige Bestandteile dessen sind, was die AfD als Grundpfeiler der Wehrpolitik sieht. Was würden Sie jetzt zusammengefasst sagen, sind die Grundpfeiler der AfD in Bezug auf Bundeswehr, Verteidigungspolitik und Wehrpolitik? Ja, ich versuche es kurz zu machen. Wir wollen die Wehrpflicht wieder einführen. Wir wollen, dass die Bundeswehr Deutschland verteidigt. Also Auslandseinsätze müssen wirklich eine Ausnahme sein. Wir wollen nicht Weltpolizist spielen. Wir möchten eine vernünftige Ausrüstung der Bundeswehr, also vernünftiges Material und eine gute personelle Ausstattung. Und ja, wir möchten natürlich auch, dass die Bundeswehr so ein bisschen vom Zeitgeist freigehalten wird. Ja, wenn jetzt irgendwie Diversity-Seminare auf einmal ganz wichtig werden, dann meinen wir, dass man doch da deutlich andere Schwerpunkte setzen sollte. Das in aller Kürze. Wir haben umfangreiches Papier, Streitkraft Bundeswehr, zur Ausbildung könnte ich noch was sagen, zu Reservisten und so, aber ich will jetzt auch den Rahmen nicht sprengen. Wer möchte, kann sich das gerne angucken. Wer nach Streitkraft Bundeswehr AfD googelt, der wird es finden. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Herr Nolte. Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Dann hoffen wir mal, dass die Bundeswehr in nächster Zeit wieder in etwas ruhigere Fahrwasser gerät. Jetzt nicht nur auch aus politischer Sicht, beziehungsweise ideologischer Sicht heraus, den ideologischen Angriffen, sondern auch was das Material angeht, was ja auch immer in der Kritik steht, die Unterversorgung, die Sie jetzt eben auch schon angesprochen haben. Ja. Und ja, dann ist nur zu hoffen, dass von dieser Institution mal demnächst etwas Druck weggenommen wird. Das wäre schön, ja, richtig. So, liebe Zuhörer, das war Jan Nolte, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verteidigungsausschuss sowie Vorsitzender der Jungen Alternative Hessen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.